Moin Moin und willkommen zurück in der Zukunft, in dieser abstrusen Zukunft, wo Doc und Edna die Macht übernommen haben. Und ich stehe hier gerade vor der Recycling-Tonne, die von Officer Parker überwacht wird. Ich habe so den Verdacht, komme ich da irgendwie rein? Darf ich mal drin wühlen? Ich glaube, ein Freund von mir hat versehentlich etwas dort hineingeworfen. Wurde ein Gegenstand erst einmal in der Recycling-Tonne deponiert, kann er nicht wieder herausgeholt werden. Okay, damit hätten wir schon mal ein Problem. Also derjenige... Officer Parker? Verschwinden Sie, Bürger, und halten Sie sich von Ärger fern. Hey, du kannst mir mal die Kimme lecken, du. Du Pillemann, du. Okay, Moment. Hier der Biff, ne? Der gute alte Biff, der hat, glaube ich... Ne, dieses Band. Das Band ist im Recycling-Schacht gelandet. Leider lässt Parker mich da nicht ran. Wir hatten ja letztes Mal Biff unter... Nee, so zu einem Zombie verwandelt mit dem XL-Programm. Hörst du mich? Biff? Was können wir denn hier? Warte mal. Ah, das hatten wir auch noch nicht. Warte mal. Lassen wir den mal den Ententanz. Tanz den Ententanz. Okay, warum hast du meinen Vater angegriffen? Da habe ich ja letztes Mal schon gefragt. Da macht er nur... So, okay. Könntest du das Band meines Vaters beschaffen oder meines Dads? Kannst du mir einen Gefallen tun und mir Dads Band beschaffen? Okay. Hey, Mr. Ten, was ist hier los? Werden Sie von McFly belästigt? Zombie! Hey, Sie dürfen da nicht rein! Victor! Hey! Oh Mann! Was passiert jetzt? Und fuck! Wow. Und weg ist er! Heiliges Kanonenrohr! Ganz tief ins Rohr gefallen. Ich weiß es nicht. Bisher ist noch nie jemand in die Recycling-Tonne gesprungen. Wohin führt der Schacht? Diese Information übersteigt meinen Dienstgrad. Mist, jetzt habe ich eine Menge Ärger am Hals. Stillgestanden, McFly. Ich muss Bürger Brown hierüber Bericht erstatten. Was? Stillgestanden? Sind wir hier beim Bund oder was? Nix da. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Nun, das wird wohl reiner. Nichts. Ab hinterher da. Mal gucken, was passiert. Oh, Ma'am. Habe ich was Falsches sind wir denn gemacht? Da gelandet? Habe ich was Falsches? Mr. Tannen, Sie sind der Stolz unseres Bürger-Plus-Programms. Was zum Henker hat Sie geritten, einen Polizeibeamten anzugreifen und mit dem Kopf voran in die Recyclingtonne zu kriechen? Das soll ich gemacht haben? Herr, und ich dachte, sein Vater wäre Tum. Nein, wirklich! Ich kann mich an nichts von all dem erinnern. Jetzt das Letzte, Tum gesagt. An das ich mich erinnern kann, ist, wie ich dem netten jungen McFly meine Armbanduhr zeigte. Dann, wumm, war ich hier unten und sie schrien mich an. McFly? Ja, da bin ich. McFly. Strickland. Oh, hi, Martin. Du alte, verschrumpelte Schachtel. Geben Sie mir die Bänder, Edna. Mr. Tannen, bitte mäßigen Sie unseren Gast. Biff, halt! Oh, Kacke. Sie hat ihn wieder manipuliert. Oh nein. Oh, Scheiße. Okay, jetzt haben wir den... Oh, jetzt sind wir hier im Schwitzkasten. Oh Mann, Alter, unter deiner Achsel riecht es unangenehm. Flieh vor Biff und rette George geheimes Band. Okay, Moment. Benutze die Falltasten oder bewege die Maus, um dich umzuschauen. Okay, Nummernschilder. Biff! Ist das nicht das Nummernschild deines Autos? Schild? Hä? Schild? Hä? Konzentration! Hier, willst du Bier haben? Hey, sieh mal da drüben! Bier! Bier? Was geht hier vor? Biff Howard Tannen? Leisten Sie Ihrer Programmierung Folge! Oh, jetzt wissen wir den zweiten Namen sehen von Sie, Howard, Mr. McFly? Der. Dank der Verbesserungen, die ich am Bürger-Plus-Programm vorgenommen habe, fressen mir selbst die bissigsten Hunde aus der Hand. Ja, das glaubst aber auch nur du. Okay. Ich hätte wissen sollen, dass sie mir eines Tages Ärger machen. Ihre ganze Familie besteht nur aus Rabauken und Faulenzern. Ja, alte Schachtel, halt mal den Schnabel da. Scherzartikel?
Bist Scherzartig. Furzkissen. Furzkissen. Du hattest noch nie viel Sinn für Humor. Ja, hatte der noch nie. Okay, schauen wir uns noch mal weiter um. Was haben wir denn sonst noch hier? Aini! Hallo, Aini! Hunde? Wo bin ich? Tannen? Ich habe das nicht vor meinem verweichlichten Ehemann verheimlicht, damit sie sich in ihren Lastern suhlen können. Sehen Sie sich doch bloß all die unglücklichen Gesichter auf dem Videoband Ihres Vaters an. Nun, dank Bürger Plus werden Sie bald wieder lächeln. Ja, das glaubst aber auch nur du. Was haben wir denn sonst noch hier? Wir haben jetzt gerade hier... Warte mal, Käfig. Komm schon, Biff, genug jetzt. Ach, shit. Okay, mit Aini können wir jetzt auch nicht viel anfangen. Monitore. Biff, deine Lieblingssendung. Verdammt, was würde denn wirklich Biffs Aufmerksamkeit erregen? Was würde Biffs... Girlies. Biff, schau mal, Männerhefte. Titten. Titten? Oh. Das hat ihn... Das Tannen, hat, da hat irgendwas zugehört. Mädchen. Mädchen. Alkohol. Alkohol. Mädchen. Ja. Das kennt man ja aus dem Film. Titten. Alkohol. Titten. Was Mami? Passiert denn jetzt mit dem? Mami! Oh, okay. Fällt er in Ohnmacht. Was aufgestanden auch Sie nichtsnutz! Edna, gönnen Sie dem armen Vollidioten eine Pause. Eine Pause? Sie klingen wie das Weichei von meinem Ehemann. Immer sucht er das Gute im Menschen. Er will einfach nicht akzeptieren, dass manche Leute eben von Natur aus böse sind. Vielleicht, ja, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, Sie in Zombies zu verwandeln. Und nun geben Sie mir Dads Bänder zurück, damit ich... Meinen Sie die Bänder, die ich gelöscht habe, als Sie mit meinem Zombie kämpften? Was? Na los. Utopien sind zerbrechlich, Mr. McFly. Vor allem mit einem so ablenkbaren Kopf wie dem meines Mannes an der Spitze. Nein. Nein. Nee. Na, das ist... Doc? Das ist Emmett, bestimmt nicht passiert. Was machst du denn hier? Du hast ihn manipuliert, du alte Blöde. Ich bin hierher gekommen, um einen beunruhigenden Bericht über Mr. Tannen nachzulesen. Doc, Sie müssen sie aufhalten. Sie... Okay. Ich dachte schon, mein Bürger Plus Programm hätte womöglich einen Fehler. Stell dir meine Überraschung vor, als ich herausfand, dass meine eigene Frau mein Lebenswerk zerstört. Ging es dir darum, Edna? All die Jahre versuchten wir, die Gesellschaft von ihren Übeln zu befreien. Und das nur, um eine Welt zu erschaffen, in der man den freien Willen auf Knopfdruck abschalten kann? Oh, bitte, Emmett. Du wolltest es doch auch. Weißt du das nicht mehr? Ja, natürlich wollte ich das. Wir wollten, dass wir jemanden nur sagen müssen, er solle den Rasen nicht betreten und er würde nie wieder einen Fuß auf einen gepflegten Rasen setzen. Bürger Plus sorgt dafür, dass Regeln nicht gebrochen werden können. Ich habe nur minimale Änderungen vorgenommen. Genug. Diese Diskussion werden wir nicht hier führen. Aber... Geh nach Hause und warte auf mich. Fein. Ja, mach die Fliege. Doc. Gott, was ist mit dir passiert? Vater, was habe ich getan? Okay, was haben wir denn hier? Wie können wir Doc helfen? Seien Sie nicht so hart zu sich selbst. Tut mir leid, mit wegen Edna. Ihr Vater wurde... würde Ihnen keine Vorwürfe machen. Naja, das wohl eher nicht. Tut mir leid wegen Edna. Fangen wir einfach mal oben an. Seien Sie nicht so hart zu sich, Doc. Es ist manches, okay, vieles, durcheinander geraten in diesem Hill Valley. Aber Sie wollten den Menschen nur helfen. Tatsächlich? Oder habe ich mich von einer Transformation der menschlichen Psyche hinreißen lassen, wie nur die Chemie es schafft? Ja.
ist jetzt schwierig, aber machen wir einfach mal weiter. Das mit Edna tut mir leid, Doc. 1931 wirkte sie noch nicht so böse. Nein, war sie auch nicht. Bei unserem ersten Rendezvous war sie so lebendig, einfühlsam und hatte strenge Prinzipien. Wann habe ich sie verloren? Gute Frage. Wann habe ich sie verloren? Ihr Vater würde Ihnen keine Vorwürfe machen. Er würde Ihnen sicher nicht die Schuld an all dem geben, Doc. Er war so glücklich, als ich meine kindischen Träumereien für Ednas bodenständigere Ideen aufgab. Bist du jetzt stolz auf mich, Vater? Bestimmt oder bestimmt auch nicht. Ha! Genug gejammert. Was geschehen ist, ist geschehen. Zeit, nach vorne zu schauen. Genau so sieht's aus. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was? Ihr Notizbuch von der anderen Zeitachse. Nicht schon wieder diese Flausen! Sehen Sie her. Damit können Sie die Zeitmaschine reparieren und alles in Ordnung bringen, sodass es nie passiert. Dann sind alle wieder so, wie sie sein sollten. Sie, Edna, Jennifer, meine Eltern. Doc, Sie sagten mal, wenn man sich ordentlich bemüht, kann man alles auf die Beine stellen. Dann stellen Sie das mal auf die Beine. Die meisten Seiten sind leer. Sie brauchen nur diese eine hier. Genau, der Fluxkompensator. Aha, das soll das Zeichen bedeuten. Aha, grundgütiger! Der hat den Fluxkompensator zu dem Logo vom Bürger Plus Programm gemacht. Da kam mir doch am Anfang Martin, irgendwie auch wieder was bekannt. Das könnte funktionieren! Das wird natürlich eine Weile dauern, aber wenn wir damit fertig sind, haben wir alle Zeit der Welt. Haha! Haha! Genau! Martin, wir müssen sofort beginnen! Na los! Ja, darf Annie mitkommen? Der Hund. Aber natürlich. Ganz im Vertrauen, bevor Edna kam, habe ich Hunde geliebt. Was Sie nicht sagen. Ich werde sofort ein Labor einrichten. Edna wird wütend sein. Aber wen kümmert's? Wir müssen eine Zeitmaschine reparieren. Okay, wat nu? Okay, Ziel. Fliehe vor Biff und rette George geheimes Band. Mit... Mal kurz da zu den Monitore. Warte mal. Haben wir hier irgendwas? Flipperteile? Bier? Wo zum Geier? Ne, Pornos, da bin ich jetzt nicht dran. Ich hab jetzt kein Interesse an Titten. Wurde mich hier schon interessieren. Hier herrscht ein echter Mangel an Privatsphäre. Ja, Problem. Wir haben jetzt... Warte mal, ich hole mir mal kurz einen Hinweis. Tja, Einstein muss befreit werden, aber wenn du dir Zeit nehmen willst, um die alte Flüsterstube zu erkunden, tu dir keinen Zwang an. Alte Flüsterstube. Da klingelt doch gerade was bei mir. Warte mal kurz. Ich gehe mal noch ein bisschen... Skateboards. Nette Boards. Wenn ich Einstein befreit habe, sollte ich mir einen schnappen. Okay, dann... Gehen wir mal zum Käfig und befreien wir mal... Keine Sorge, Kleiner. Ich hol dich so schnell wie möglich da raus. Was ist los, Annie? McFly! Oh, Scheiße. Hey, Biff. Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Oh, ich hab gedacht, ich hab mich selten besser gefühlt. Okay. Also, erinnerst du dich? An die Hexe, die mich diese Dinge hat tun lassen? Ja. Sie wird bekommen, was sie verdient. Niemand sagt Biff Tannen, was er zu tun hat. Niemand. Hey, ich bin der, der dich zurückgeholt hat. Wirklich? Ich kann mich nämlich nur an einen Punk erinnern, der es wohl lustig fand, mich in ein Loch kriechen zu lassen. Oh, Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Oh, Kacke, Mann. Jetzt ist er sauer. Jetzt ist er richtig sauer auf mich. Okay, wat nu? Moment, was kann ich jetzt machen? Platz, Biff. Bleib. Ich kann gar nichts machen. Okay, Käfig. Gut. McFly! Oh, Mist. Okay, McFly. Zeit, die Brühe auszulöffeln. Es heißt, die Suppe auszulöffeln, Hohlkopf. Genau, du Esel. Okay, Einstein. Einstein. Annie, fass!
Okay, das war jetzt nicht gerade viel, was da jetzt geht. Nee, so, da war keine Hilfe. Hallo, Einstein? Du sollst mir helfen! Du Flohtöne! Ja, das hat jetzt. Scheiße! Okay, Aini, was haben wir sonst noch? Was haben wir sonst noch hier zur Hilfe? Hinweis. Ich brauche einen Hinweis. Einstein kann dir da helfen. Zusammen könnt ihr mich in eine gefährliche Situation bringen. Einstein. Ach, scheiße! Das ist jetzt ein hektisches Wirrwarr. Okay, Aini, Dingsbum. Aini, fass! Eine Videosequenz kann ich jetzt nicht machen. Was soll ich hier machen? Kacke. Was ist das hier? Panikknopf. Ey, warte mal, hä? Ich hab doch gerade hier auf den Panikknopf gedrückt. Okay, da war irgendwas mit einem Panikknopf. Hab ich doch gerade noch gesehen. Wo ist der Scheiß? Da. Panikknopf, da. Sollen wir das Angst einjagen oder was? Oh, Scheiße. Okay, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Oh, Scheiße. Was, Einstein hier. Das Spiel ist so dermaßen krass verschachtelt hier. Geht mir der Rock'n'Roll nicht aus. Ach, Scheiße. Was für eine gefährliche Situation denn bitte? Ich habe doch hier keine andere Möglichkeiten. Mann! Okay, Panikknopf, Schallplatten. Oh Mann! Leute, was mache ich nun? Nein, fass! Wir müssen ihn in eine gefährliche Situation bringen, aber wie und was und. Oh. Aini! Einstein? Das gibt's doch gar nicht. Ziel, besiege Biff und Fiddly aus der Pfisterstube. Okay. Einstein? Nochmal den Einstein hier. Aini, fass! Ja, super. Ich soll aus der Pfister. Ich soll ihn in eine gefährliche Situation bringen und. Oh, Leute. Ich bin da irgendwie überfragt. Jetzt muss ich mir mal kurz was überlegen. Was mache ich nun? Aini, fass! Okay, das ist jetzt ein bisschen heikel und total verwirrend. Scheiße! Kennst du ein paar Tricks, Aini? Ja, das wüsste ich jetzt auch gerne. Aini, fass! Super, das bringt mir jetzt auch nicht weiter hier. Die ganze Zeit hin und her, ey. Boah, das ist wieder dieselbe Situation wie bei den anderen. Okay. Einstein. Aini, fass! Ah, okay, das war die Lösung. Alles klar. Okay, wir müssen auf jeden Fall aus der Flüsterstube fliehen hier. Warte mal, Einstein, warum kann ich hier nichts anklicken? Ich muss hier raus. Leute, ich muss hier raus. Scheiße. Panikknopf. Gib deinen Tipp ab. Was? Gib deinen Tipp ab. Alles aus Schwarz, bitte. Wir müssen hier weg, Aini. Sauber. Okay, das hätten wir. Das hätten wir auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind mit der Episode durch, meine Freunde. Da! Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Biff ist auf mich losgegangen. Ich habe ihn umgehauen mit dem alten Roll. Oh, Martin Scheiße. McFly. Edna? Es ist fast beeindruckend, wie viele Jahre Arbeit und Planung du beinahe in wenigen Stunden zerstört hast. Ja, wo ist Doc? Kannst du mal sehen, Doc. Ob ich so kann. Mein Mann ist an einem besseren Ort. An einem besseren Ort? Was haben sie getan? Ruhig, was zum Geier hat sie mit... Wir haben hier alles unter Kontrolle. Du kannst mich mal. Was hast du mit Doc gemacht, du alte Schachtel? Du fieses Etwas.
Okay, Edna hat Doc irgendwo hingebracht. Die Folge bzw. Episode ist vorbei. To be continued, meine Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in der nächsten Episode, in der vierten Episode. So, der fluktuiert in der nächsten Here's Episode. The real story. I'm a Marty McFly from an alternate timeline. Okay, wir wollen hier nichts spoilern. You're weak, ihr habt jetzt kurz was gesehen und ich sage, rein und ciao.